Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz unseres SVN Zweibrücken. Heute eine besondere Pressekonferenz. Zum einen steht morgen das erste Punktspiel an. Zum anderen, nach vielen Wochen, in denen wir nur negative Nachrichten hatten, freuen wir uns, endlich mal wieder eine Pressekonferenz hier abhalten zu können, wo wir positive Nachrichten verkünden können. Denn der SVN Zweibrücken hat wieder einen neuen Trikotsponsor gefunden. Und denn ab morgen werden wir auf dem Trikot zu sehen bekommen, Hotel Kurpark Blick aus Bad Bergzabern. Das Logo ist auch hier hinten schon auf unserer Pressewand zu sehen. Und damit darf ich jetzt begrüßen, ganz außen, den Herrn Oliver Anschütz. Er ist Geschäftsführer und Hoteldirektor des Hotel Kurpark Blick in Bad Bergzabern. Herzlich willkommen. Und den Herrn Volker Körner, er ist Berater dieser Hotelgesellschaft. Ja, dann darf ich jetzt das Mikro mal zu meiner Rechten abgeben. Herr Körner, Herr Anschütz, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen von sich und wie dieses Sponsoring zustande gekommen ist. Also ich mache es mal ganz kurz. Auch von meiner Seite erstmal hallo. Wir freuen uns, dass wir heute hier sitzen in der Formation noch, um hier ein kleines Zeichen zu setzen für den Verein, für den SVN. Die Kombination von meiner Seite ist eigentlich ganz einfach erklärt. Herr Denger, wir saßen letztes Jahr schon mal beieinander und hatten letztes Jahr schon mal uns ausgetauscht. Ist dann leider nicht zustande gekommen aus diversen verschiedenen Gründen. Jetzt ist es mittlerweile so, dass wir in der Situation, wo der Verein ist, natürlich auch davon gelesen haben, dass es da auch ein klein wenig problematische finanzielle Abwicklungen gibt und dann der Insolvenzantrag kam. Letztendlich würde man hier einfach nur sagen, okay, wir wollen helfen. Ein Verein, der hier Jugendarbeit betreibt, der noch ein soziales Engagement dann automatisch mit besitzt hier in der Gegend in der Westpfalz. Und von unserer Seite her haben wir gesagt, natürlich sind wir da auch bereit, gewisse Dinge von unserer Gesellschaft in Bad Bergzabern und andere zu setzen. Ansonsten, vielleicht gebe ich einfach mal weiter an den Herrn Anschütz. Zwei, drei Worte zu deiner Person und mir vielleicht noch. Ich lasse das weg. Ich denke, wir haben es gleich genug. Ja, also auch von mir willkommen. Danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit, denke ich. Das Hotel hat, wir sind relativ frisch auch am Markt in Bad Bergzabern, ist vielleicht ein bisschen nicht direkt um die Ecke, ungefähr eine Stunde entfernt. Wie es aber der Körner gerade schon sagte, ist es uns wichtig, auch als neues Unternehmen die Region zu stärken. Und ich denke, ist die Stunde noch gut entfernt. Ich denke, das Wichtigste ist die Vereinsarbeit, die natürlich bei so einem großen Verein nicht irgendwie dann liegen bleiben darf, wenn der Verein in die Insolvenz geht. Das heißt, dass weiterhin die Kindermannschaften hier, aber auch die A-Klasse oder nachdem die Erwachsenen, die Großen weiterspielen können. Das ist, war uns wichtig. Ich denke, die Chance hat sich gut getan dazu. Und so ist es ein Win-Win für beide. Wir sind neu, der Verein braucht Hilfe. Und kam es dann gut zustande, denke ich, zwischen dem Herrn Körner und Herrn Denger. Und da gab es dann gar keine Einwände dazu. Ja, wir freuen uns natürlich sehr und hier nochmal offiziell heißen wir Sie recht herzlich vom SVN Zweibrücken willkommen. Es war eigentlich auch geplant, dass wir heute schon ein Trikot haben mit dem Logo vorne drauf. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, denn die Trikots sind unterwegs und mit morgen müsste es klappen. Wir haben hier ein Foto, wenn ihr nachher noch drauf schauen wollt, wie das dann ausschaut. Hotel Kurparkblick Bad Bergzabern den Trikots kannst du dann nur gewinnen. Jetzt erstmal zu der Sponsoring-Geschichte. Die Presse, Pfälzischer Merkur, Rheinpfalz, Wochenspiegel, Fragen hierzu? Ja, ich stelle die Frage, obwohl ich geantwortet habe. Wie hoch ist der Beitrag, den die Hotelkette oder das Hotel leistet? Sind wir im fünfstelligen Bereich oder schon mal ganz drunter? Nächste Frage. Wir haben uns auferlegt, über die Dinge zu sprechen. Ja, ich wollte jetzt mal ansprechen. So mal traditionell. Klar. Ja, ja. Ich wusste, dass die Frage von dir kommt. Wäre schlimm, wenn die Frau mehr kommt. Gut. Dazu noch Fragen? Dann habe ich natürlich auch hier unseren neuen Trainer sitzen, zu meiner Linken, den Sorin Radu. Hallo Sorin. Und den Herrn Denger, unseren ersten Vorsitzenden. Und
unseren Spieler Girard Gündes. Hallo Girard. Jetzt geht es ja morgen auch endlich los. Was heißt endlich? Sorin, vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Truppe sagen und ein kleiner Ausblick auf morgen Abend, Heimspiel 19 Uhr, Hertha Wiesbaden. Gut, wir haben in den letzten 10 Tagen sehr intensiv trainiert. Wir haben auch extrem letzte Woche jeden Tag Training gemacht, diese Woche. Die Mannschaft ist gewisse Sachen strukturiert. Wir haben schon jetzt sehr, sehr intensiv gearbeitet. Wir wissen immer, dass wir auf Fitness immer nicht in der Form, wo muss man kommen. Es fehlt uns die Zeit. Aber die Jungs sind heiß. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir haben auch gesagt, dass die Jungs wir morgen alles geben. Wir jedes Spiel alles geben. Aber ich versprochen, wenn ich hier komme, dann will ich in der Mannschaft haben, die Spiele, wo Schweiz, die Spiele, wo alles tun für den Verein. Und auf den Grund haben wir auch die Woche ganz normal, wie gesagt, sehr hart trainiert. Dann haben wir noch heute Training, Abschlusstraining. Morgen freuen wir uns natürlich auf das erste Spiel, auch zu Hause, wo wir das auch als Zuschauer da sind, um die neue Mannschaft zu sehen. Und die Jungs weiß auch, was auf die erwarten. Das ist natürlich, alle erwarten jetzt oder wollen sehen, wie die Mannschaft ist. Die weiß die Jungs, hat ja auch keine Angst, das ist ja ganz normal. Die werden alles geben. Ob das reicht, morgen zu gewinnen, das lassen wir uns zu sehen. Aber in gewisser Sache sind wir fit, sind wir konzentriert. Wir wollen morgen sehr, sehr gut präsentieren. Das ist unser Ziel. Das allein eine Mannschaft. War der Zeitraum natürlich sehr kurz, aber wenn man wirklich wie wir arbeiten in den letzten paar Tagen, dann werden wir morgen natürlich auf und vom Aus was sehen. Freuen wir sehr auf das Spiel. Und wir werden mit Sicherheit morgen alles geben, dass wir ein gutes Spiel machen. Vielen Dank, Sorin. Jetzt noch die Fragen von der Presse, nehme ich an. Frau Kissel. Wenn man das Testspiel am vergangenen Wochenende sieht, war für euch sehr bitter wahrscheinlich. Wir hatten ja schon geredet, dass es schon auch wohl daran liegt, dass man einfach so wenig Zeit miteinander hatte. Aber wie hat man denn jetzt die Mannschaft eingestimmt auf dieses wichtige Spiel morgen, das ja doch nochmal ein anderer Charakter ist? Ja, wir haben, ich habe schon letzte Woche gesagt, bevor dieses Spiel, wir haben schon in den Tag trainiert und auch einen Tag vorher sehr hart. Für mich war wichtig als Trainer, dass ein Konzept hat, dass ich auch bevor zu der ersten Punktspiel viele Einheiten machen, weil die fehlen uns. Auf dem Grund war das Spiel in Belheim nicht so wichtig. Natürlich, das Resultat hat uns sehr geärgert, mich als Trainer, aber auch die Mannschaft. Nur bringt uns alles nichts, dass wir den Kopf unterlassen. Die Jungs sind jedes Training dort, die geben alles, was die jetzt im Moment können geben. Die wissen mal alles, dass morgen muss man komplett anderes präsentieren. Auf dem Grund haben wir auch die Woche sehr hart trainiert. Und die werden nicht mehr so müde wie letzte Samstag. Also auf dem Fitness her wird die Mannschaft viel fitter morgen bei dem Spiel. Und wie gesagt, dass die alles jetzt nicht 100% läuft, das weiß man nicht. Wir haben fast 15 neue Spieler, die brauchen alle Zeit. Die, wo im Fußball sind, die weiß eine Mannschaft, braucht ein Jahr, zwei Jahre. Das wäre mir nicht der Wunder, jetzt in 8 Tagen, 9 Tagen was zu machen. Aber da habe ich zu den Jungs gesagt, wir müssen morgen zeigen, alleine Team, dass der eine für den anderen kämpft, dass eine Mannschaft zeigen den Platz und das ist auch unser Ziel und von deshalb haben wir auch jetzt trainieren. Und das werden morgen die Jungs auch machen, bin ich mir sicher. Weitere Fragen? Gab es Möglichkeit, Herr Wiesbach irgendwie im Vorfeld mal zu beobachten? Oder? Ich habe ihn schon zweimal gesehen. Wir haben auch unsere Informationen, was auch normal ist, über die Gegner. Es liegt an meiner Aufgabe, dass ich über jeden Gegner, wo wir spielen, Info nehme. Er weiß aber auch, dass sehr gute Mannschaft ist, dass sehr kompakte Mannschaft ist, dass die Jungs schon zwei, drei Jahre zusammenspielen in der Mannschaft. Das ist ein riesiger Vorteil, dass die zwei gute Sturm haben. Aber ich sage, Angst haben von keinem. Wir wehren uns, wir müssen mal kurz gucken, nicht unbedingt auf den Gegner, dass wir mehr unsere Aufgabe machen, was müssen wir mehr machen. Wir spielen mal zu Hause, das ist noch eine große Aufgabe von den Jungs, dass die zu Hause bei unserem Publikum sehr gut präsentieren. Und mit allem Respekt von den Gegnern, wüsste man über denen alles, wüsste man, was muss man wir wissen. Und wenn man morgen auch im Platz, dass man mehr machen, besser wie die. Im Moment ist das größte Problem, dass die Zeit gefehlt hat.
Ja, absolut, absolut, weil ich habe die Mannschaft übernommen mit 9 Spielern. Und denen war gleich 2 weg, dann sind 7 geblieben und die hat letzte 5-6 Wochen überhaupt nicht trainiert. Dann hast du die Möglichkeit, in 10 Tagen fangen die Runde an, dann hast du die Möglichkeit, in 10 Tagen auch von Methode, wenn ich zu habe, wenn ihr dann wäre auch kaputt, das haben wir letzte Woche in Bellheim gehabt. Wir wollen auch nicht über das Thema, was war. Ab 10 Tagen bin ich hier, das interessiert mich überhaupt gar nicht, was vor war. Wichtig ist, ab jetzt wie läuft. Wir gehen mal ganz normal in Struktur in eine Mannschaft, dass wir das mal eine Mannschaft zusammen haben. Wir haben jetzt eine Kader mit jungen Talentierspielern, Spieler, die wollen in der Oberliga spielen, Spieler, die wollen Gas geben. Das ist uns aller wichtiger. Und dann werden wir jede Woche besser. Wir sind nicht bei 100% von Fitness, das ist klar. Die sind auch keine Roboter, die Jungs, die hat auch Körper, das kommt auf Verletzungen, wenn du zu viel machst. Aber die Jungs sind jedes Training da und das ist auch ein gutes Signal für uns, dass wir sehen, dass jeder Trainingsspieler, wo 100 Kilometer fahren, einfach ist jedes Training da. Und die trainieren 2 Stunden und das reicht jetzt nicht in kurzer Zeit, dass wir 100% fit sind. Aber die werden jede Woche besser. Macht ihr dann künftig wie oft Training die Woche? Wir trainieren immer so oft, wie wir brauchen. Im Moment jeden Tag, weil wir brauchen. Wenn ich was ändere, dann werde ich Ihnen Bescheid geben. Aber im Moment müssen wir auch viel trainieren. Mit Blick auf den Kader, ich habe jetzt gesehen, es sind glaube ich 18 oder 19 Mann. Ist nur ein Torwart dabei oder gibt es 2? Momentan ja. Wir haben noch einen Torwart aus Belgien, ein Student, der in Zweibrücken ist, der wäre nächste Woche da. Er kommt erst einmal nächste Woche von Belgien, aufgrund, dass er hier auch Wohnung bekommt ab nächste Woche. Aber im Moment liegt nur an unserer Nummer 1, Philipp. Aber wie gesagt, nächste Woche werden wir sehen. Liegen bis morgen alle Spielerlaubnisse, Freigaben vor oder gibt es da noch Probleme, dass der eine oder andere nicht spielen kann? Also momentan warten wir noch auf 3 Spieler, 4 Spieler. Aber das liegt nicht an unseren Händen. Muss ich hier betonen, dass die Vorstand hat in den letzten 3-4 Tagen enorm gearbeitet, dass man die Spieler freikriegen. Wie Sie wissen, ist es nicht einfach, weil die Spieler hat sich nicht früher abgemeldet. Dann liegen auch die Vereine, die wollen noch Ablösung. Also das war sehr, sehr intensiv. Alles, was wir können machen, haben wir gemacht, hat unsere Vorstand getan. Es gibt auch ausländische Freigaben, das liegt auch nicht in unseren Händen. Hoffen wir, wenn bis morgen alle kriegen, wenn man nicht, dann spielen wir mit was ist. Und dann geht es anders. Also können wir im Moment nicht konkret sagen, wer morgen dann definitiv aufläuft? Nein. Im Fall hat mir unsere Marschweg dann keine ausspielen. Hast du mal eine Chance? Ja, der fühlt auch ein bisschen Raum aus. Sie hatten auch schon mal gesagt, dass Ihnen wichtig ist, dass die Spieler Charakter haben, die jetzt in die Mannschaft kommen und dann auch in dieser schweren Situation bleiben. Sind Sie auch zuversichtlich, dass wenn jetzt die ersten Spiele wirklich hart laufen, dass die Spieler auch dann bleiben, auch dann den Charakter haben, zu sagen, wir ziehen das zusammen durch? Erst einmal läuft das Spiel nicht hart, weil ich bin nie negativ. Zweite Mal, wir haben schon Samstagmorgens Training. Also egal wie morgen läuft, es geht weiter. Und egal wie nächste Woche läuft, es geht weiter. Und egal wie bis Winter läuft, dann es geht immer weiter. Also mit keinem WLAN hier, ich habe jetzt eine Mannschaft gebaut. Die Jungs wussten vom Anfang an, von denen habe ich auch diesen Respekt, dass die ziehen mit, die ganze Sache. Und natürlich fehlt uns die Zeit, aber es geht gar nicht, dass wir überhaupt denken, dass wir nicht weiterziehen. Also wir ziehen mal durch, wie lange. Wir können, wir sind immer hungrig, ich als Trainer, die Jungs als Spieler. Und das wäre jede Woche besser. Wir denken nicht, dass es schlechter wäre, im Gegenteil denken wir, dass es besser ist. Und morgen ist das Spiel, Samstagmorgen ist wieder Training, am Montag trainieren wir wieder und es geht das nächste Spiel weiter. Und alles andere spielt im Moment keine Rolle. Die Möglichkeit, dass ich bis Ende August noch was tue, was Spieler mitnehme? Oder ist das jetzt, was an Spielern da ist? Das Maximum. Also wir haben jetzt 18, 19 Spieler, wenn wirklich alle frei sind, habe ich auch gestern gesagt, wenn ich momentan so bleibe, wir sind mal nicht in der Lage, dass wir jetzt hektisch eine oder andere Spieler holen. Wenn auf dem Markt wir eine passen in unser Konzept, junge, talentierte Spieler, wo nicht wegen Geld hier wir spielen, dann ja, kein Thema, aber wir müssen mal nicht holen.
Also wir sind, wie gesagt, mit den 18, 19, wenn die alle gesund sind und fit sind, dann keine schlechte Karte. Wenn auf dem Markt, wie gesagt, weiß ich eine oder andere, ja, aber der Rest muss man mir nicht. Der Herr Danner hat nochmal Luft geholt, aber wird auch geschluckt. Ich warte, ich habe noch ein bisschen was beim Vorstand. Ah, das ist dann eine gute Überleitung. Dann darf ich das Mikro jetzt noch weitergeben an unseren ersten Vorsitzenden, Richard Denger. Ja, was der Historien gesagt hat, ich glaube, wir brauchen alle etwas Geduld mit der Mannschaft, Trainer, ob das die Zuschauer sind, die Fans und so weiter. Wenn das von Anfang an nicht so klappt, dass halt jeder Verständnis dafür hat. Von der Sponsorenseite her, bis jetzt haben alle wieder mitgemacht. Hat ja schon in der Presse bestanden, EDK Ernst, Toto Lotto, der nächste war auch bei der Karlsberg Brauerei. Also die Unterstützung ist da. Jeder will dem Verein helfen. Zum Schluss möchte ich mich beim Sorin Radu recht herzlich bedanken, der ein sehr, sehr großes Engagement für den Verein hier bringt. Das ist unglaublich und er braucht auch die Zustimmung von uns, und dass er halt ordentlich arbeiten kann. Und auch, wie ich schon gesagt habe, die Geduld. Und dann möchte ich mich nochmal bedanken bei dem Volker Körner und dem Oliver Anschlitz, dass sie in dieser schwierigen Zeit bereit waren, uns zu unterstützen. Vielen Dank. Gut, das war's. Wenn er eine Frage hat, war alles klar. Also, in Sachen Co-Trainer, ist das eine Position, die besetzt wird, oder bleibt die oben? Wir haben schon ab gestern neue Co-Trainer. Es ist eine 34-jährige Franzose, deutsche Franzose von Straßburg, war bei der A-Jugend in Straßburg, B-Jugend trainiert. Habe ich ihm extra geholt, weil wir auch in der Mannschaft 3-4 französische Spieler, und das ist auch wichtig wegen der Sprache, dass das immer gut übersetzt wird. Es ist auch sehr engagiert einer, das ist ein Mann, wo ich, oder die Leute, wo ich mit gerne arbeite, will ich auch das in meiner Linie machen. Er ist ab gestern da. Das war auch nicht einfach, aber er ist genauso wie mir, voll engagiert, und will auch jetzt die Vereine unterstützen. War der Name zu deinem Mann? Ja, Cedric, Familienname kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Habe ich mal mit Vornamen mit ihm gesprochen. Aber habe ich im Büro gar nicht nachher Familie. Oder Friedmann, Cedric Friedmann. Cedric Friedmann. Ich wohne in Straßburg, fahre auch ein paar Kilometer, aber haben wir gesagt, dass wir brauchen, das ist jetzt da und das ist früh bei uns aussehen. Hat sich in Sachen Betreuer noch was getan? Betreuer ist für uns. Betreuer ist der Sebastian. Wir haben zwei Betreuer, die ganze Zeit bei uns sind, Francesco und der Wolfgang. Auch hier vielen Dank für alles, was die Fulda Mannschaft macht. Wir sind jetzt selbstverständlich in der Zeit. Die tun alles, dass die Jungs auch Klamotten trinken, alles was die haben, sind immer da. Stefan auch, und sind auch zwei Frauen, das ist Ilse und Stefan, seine Frau, wo immer jeder Training von der Mannschaft durch sind. Also auch hier kriegen wir in der letzten Zeit sehr gute Unterstützung. Sponsor, und ich bin halt in guter Dinge, wir trainieren auch hart,
jeden Tag. Ich bin halt ein guter Dinge, dass wir als Einheit auftreten. Wir als Spieler, Trainer, Vorstand, Betreuer, das ganze Funktionsteam etc. Wenn wir alle als eine Einheit auftreten, bin ich ein guter Dinge, dass wir uns viel erreichen werden und erfolgreich werden. Und ist dann schon so, dass auch die Vorfreude jetzt morgen auf das erste Spiel da ist, oder hättet ihr euch einfach mehr Zeit gewünscht? Natürlich mehr Zeit gewünscht, aber wir freuen uns mit klar jedem Fußballspiel, dass morgen Saison anfängt. Wir haben alle Bock drauf, wir sind alle heiß und ja, wir wollen endlich anfangen und die Zeit gut präsentieren. Noch Fragen? Oh, scheint nicht der Fall zu sein. Dann erst noch Tiert, morgen, erstes Heimspiel. Hier, du darfst noch einen Tipp abgeben. Wie geht's aus? Nein, ist jetzt schwierig zu sagen, aber 2-1 für uns. Das nehmen wir gerne, der Trainer darf immer positiv denken. Ja, die frage ich nicht, du tippst bestimmt nicht. Nee. Also auch von meiner Seite aus jetzt erst nochmal vielen Dank an den Herrn Anschütz und an den Herrn Kürner. Dann geht's morgen los. Wie gesagt, Trikot wird dann sein vorne drauf, Hotel Kurparkblick aus Bad Bergzabern. Sind auch im Internet www.kurparkblick.de. Und dann nochmal morgen, sorry für dein Team, also dich alles Gute, viel Erfolg. Morgen 19 Uhr, Heimspiel Hertha Wiesbach. Das Wetter soll gut werden. Ich hoffe, Sie kommen ein bisschen ins Westfalenstadion. Der FCK spielt auch extra wegen uns erst um 8:30. Und dann kann es eigentlich nur gut werden. Ich hoffe, wir sehen uns morgen alle. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und darf damit die Pressekonferenz schließen. Vielen Dank.